Hallo? Guten Tag, euer Ehren. Herr Sablowski. Tag schön, euer Ehren. Sie sehen ja heute so aus wie jemand aus dem Volk. Entschuldigen Sie bitte, Herr Sablowski, ich bin gerade erst reingeschneit. Dürfte ich mich jetzt vielleicht bitte nochmal umziehen oder wie? Na, die Robe macht den Richter flott. Herr Sablowski, ich sag mal, haben Sie irgendwie am Rand das mit dem grünen Bildschirm nicht hingekriegt da? Können Sie den mal noch ein bisschen zu Ihrer Linken schieben? Ja, da ja. Da ist ein Schlitz drin, Herr Sablowski. Wie sieht denn das aus? Sehen Sie das? Danke. Nee, noch, ja. Nee, unten ist noch. Am Arm. Herr Richter. Herr Sablowski. Geht ja schon wieder gut los mit Ihnen. Mich bauen Sie voll, aber selber nicht klarkommen, oder was? Na toll, ey. Euer Hochwürden, Ihre Unbestechlichkeit. Abgesandter Justitias. Junge. So, ich muss mich andressen. Herr Sablowski. Na, dann mal los. Wird es ein French Dressing oder American Dressing? Welche Richterrobe ist heute? Knoblauch ist heute. Das habe ich mir gedacht. Was haben wir denn heute so für Fälle im Angebot, Herr Sablowski? Ja, euer Hochwürden, also die Ermittlungsbehörden haben hier natürlich wieder viel übereignet. Es geht um den Tatzeitraum Season 4. Wir haben den einen oder anderen pikanten Fall haben wir dabei. Also ich hoffe, Sie haben... Ja? Ja, ich hoffe, Sie haben Ihren Hammer ordentlich angespitzt und eingeölt. Ja. Geht zur Sache. Ich kram schon mal die Felle raus. Also hier nicht Tierfell, sondern die Felle. Ihr wisst schon. Ich werde heute schon wieder so schwitzen. Es ist geil. Finde ich gut. Aber ich habe mir Richter, heute auch, ich habe heute auch zu meiner Verteidigung, ich habe heute eine neue Trinkflasche bekommen. Habe ich extra in Weiß geordert. Nee, habe ich nicht. Habe ich so geschenkt gekriegt. So, Prost. Ist das, können Sie denn jetzt schon alleine trinken? So eine Nuckeltasse oder wie? Herr Sablowski, also was ist denn mit Ihnen? Haben Sie heute irgendwie zu viel Krafthäffchen gelesen oder wie? Heute bin ich frech. Wir werden ja auch noch ein paar Geschenke verteilen zu Weihnachten. Was denn für Geschenke? Meinen Sie etwa, dass wir Leute rausschmeißen oder was? Ja, so hier und da mal ein Elo-Sträfchen. Mal schön an Weihnachtsbaum gebammelt, an die Halleluja-Staude. Ach, an Weihnachtsbaum, die Elo-Schmelo, die müssen rausfliegen. Der Hammer ist gewetzt, die wollen alle 3 Tage raus. Ich hab die Kappe falsch rum. Scheiße. Mann. Ich wunderte mich schon die ganze Zeit, warum die Pelle so komisch hängt hier. Herr Sablowski, Sie sagen aber auch nichts. Ich sehe Sie ja auch nicht. Ja, Mensch. Dann machen Sie doch mal die Randatten auf, hören Sie mal meiner. Ja, die Kulpsen sind auf. Ist ja gut. Ach so, gut. Sehen Sie mal. Sie haben ja auch überhaupt noch gar keine... Ich muss Ihnen das doch wieder noch übertragen, dass Sie auch noch sehen können. Ach, euer Hochwürden, Sie sind aber wieder auf Zack heute wie ein Herr Sablowski, ich habe eben gerade in meinem Büro mit Roswitha noch die ganze Zeit gebaut, wie so eine Irre. Da habe ich überlegt, Herr, euer Hochwürden, eure Unbestechlichkeit, Abgesandter von Justitia, ob ich Sie danach frage, aber ich dachte, das ist vielleicht zu sehr unter die Robe gefragt, da habe ich mich nicht getraut. So, können Sie kicken jetzt hier? Können Sie sehen? Ist dasselbe Ding wie vorher, letzte Mal. Ja, ich sehe doch. Ist doch gut. Haben Sie jetzt, ja? Können Sie live reinseppen? Sappig drin. Na, seppen Sie mal rein, Herr Sablowski. So. Ja, drin jetzt ab. So. Hammer ist heiß. Rein? Moment. Meine Güte. Jetzt können wir loslegen. Der Hammer ist hier wetzt, Junge. Wollte gerade sagen, Sie kommen doch wieder mit einem Taschentuch zur Schießerei. So. Euer Herr Hochwürden, hoch soll er leben. Wir fangen heute mal von unten an. Von unten? Ja. Unten. Ja, lesen Sie mal, was haben wir denn für eine Fallakte? Aktenzeichen 3323. Sagen Sie mal, wollen Sie mit mir komplett in die Vergangenheit reisen? Na, bevor es verjährt, müssen wir das noch regeln. Ja, habe ich es vor Augen. Jawohl, hier ist der Fall Imola, Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts. Den Fall müssen wir mal angucken. Ein Radarwagen unserer Ermittlungsteams hat das Ganze aufgezeichnet. Zeigen Sie doch mal bitte. Seit wann kümmern wir uns denn um so einen Scheiß? Oh nee, Herr Sablowski, ich sehe doch jetzt schon wieder. Da ist doch schon wieder Kraut und Rübe, Herr Sablowski. Okay. Wieso? Schalten wir mal ein. Schauen wir. Und da rechts ganz eindeutig zu sehen, ja gut, vielleicht bei Ihnen nicht ganz, aber der Werteherr fährt hier 66, 67 in einer geschlossenen Ortschaft, wo nur 50 erlaubt sind.
Herr Richter, was sagen wir denn dazu? Zu diesem frevelhaften Verhalten? Ja, Verfahrensfehler, sage ich dazu. Wie, der hat sich doch nicht verfahren, also der ist schon richtig gefahren. Entspricht das denn unseren juristischen Gesetzen der Dings hier, der Anklage? Ach, Sie gehen gleich wieder auf Formfehler. Ja, natürlich. Dadurch, dass hier aber kein Unfall passiert ist, Herr Richter, möchte ich hier einwenden, dass dieser Evidenz vielleicht dennoch gewertet werden könnte. Mhm. Da es sich ja nicht um einen Unfall handelt, sondern um eine Aufzeichnung unseres Radarwagens, die da hinterher gefahren sind. Mhm. Die hatten gerade Pause gehabt, schöne Bocki noch hinter ihr geschmissen, eine brühpolnische. Ich habe auch gerade Sanifair-Bong doppelt für Edma Klojang. Und dann mussten die hinterher, haben uns das jetzt hier aufgezeichnet. Also ich würde ja 2 Wochen Sperre veranlagen für denjenigen, der das hier erstmal eingeschickt hat. Wegen Verfahrensfehler, weil scheiße. Was sollen wir denn damit anfangen? Herr Sablowski, das Problem an der ganzen Sache ist ja, wenn wir das einmal durchgehen lassen, in aller Öffentlichkeit, so wie jetzt gerade, wenn wir das durchgehen lassen, Herr Sablowski, dann würden wir ja die Türen öffnen, das jedes Mal für alle zuzulassen. Verstehen Sie, was ich meine? Also, sehen Sie, jetzt haben wir die ganzen Schöffen sitzen hier in der Hütte drin. Ja, die sitzen jetzt hier. Ja. Die sehen das, dass wir sagen, ja gut, dann können wir das ja machen. Dann gibt sich ja gar keiner mehr Mühe, bei der Beweisaufnahme uns richtige Beweise zu schicken. Aber dann sagen Sie mir doch mal, was man hätte in dem Fall, aus welcher Perspektive hätte man da noch aus dem Autowagen, der hinterhergefahren ist, noch mal filmen müssen, oder? Ja, natürlich. Natürlich, so wie es da drinnen steht. Warum bin ich eigentlich so klein? Sie wollen mich heute wohl etwas klein machen. Herr Sablowski, ich habe nichts geändert. Das müssten Sie selber gewesen sein. Warten Sie, ich mache Sie größer. Oh, richtiger Riese heute. So, ist genehmer? Euer Hochwürden, danke, jetzt kann ich etwas höher sitzen. Ja, wenn Sie nächste Woche wieder ankommen und es ist wieder anders, Herr Sablowski, dann kriege ich aber die Motten. So, Sie sind jetzt durch Wunderkraut, Hex, sind Sie größer geworden. Gut, ne? So, wissen Sie... Früher hat mir meine Mutter... Ja. Ja, was? Ihre Mutter? Ihre Mutter hat mir immer einen Löffel gezogen, deswegen bin ich so groß geworden. So. Ja, dadurch haben Sie so riesige Radartüten, Herr Sablowski. Ja, so, aber richtig. Warte mal kurz, wir haben hier den Staatsoberhaupt, Präsidenten, König, professionellster, wir haben den König da. Herr König! Herr König. Der Gottfaser. Der Gottfaser. Warten Sie mal, Herr Sablowski. Hex. Ah ja, gut, jetzt sind Sie mal. Ja, jetzt, schön. Jetzt sind wir uns auch mal auf Augenhöhe, verstehen Sie, wie ich jetzt, meine? Jetzt, euer Hochwürden, eure Unbestechlichkeit, ja. Abgesandter von ja. Justitia. Ja. Der König von dieser Institution ist ja selber da. Sollen wir jetzt hier irgendwas machen oder sollen wir nicht machen? Ich sag ja nee. Aber da würde ich mir wirklich gerne mal was einholen. Ich würde deswegen Verfahrensfehler nicht rausdrücken. Ich würde den Verfahrensfehler hier nicht sehen, da es sich ja in dem Fall wirklich um keinen Unfall handelt und hier es keiner 2 Perspektiven bedarf, Euer Hoheit. Aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Sie haben schließlich 3 Semester in Tijuana Jura studiert, bevor Sie dann abgebrochen haben und den Rest der Zeit in Mexiko am Pool verbracht haben. Ja, wissen Sie, was der König gesagt hat? No further action. Wenn der König das sagt... Wer sind wir denn, die dagegen sprechen können? Wenn der König spricht, haben die Vasallen aber mal zu tanzen. So, na dann tanzen wir. Wir tanzen. Im Kreis. Sie sitzt, Herr Sablowski, Sie sind nicht mal aufgestanden. Das zählt nicht unter Tanzen. Später 20 Minuten Straftanzen. Haben Sie eigentlich schon gesehen? Ich habe heute ein Star Wars Pflaster dran. Wo? Ach so, Sie ja, ich habe Star Wars Pflaster dran. Ich habe mir richtig schön den Finger geschnitten beim Umbau, aber richtig tief. Und ich hab hier Taschentücher in der Packung. Herr Sablowski, so war das doch jetzt gar nicht. Es ist nun mal wirklich Ihr Mittelfinger, verdammte Scheiße. Ach so. Herr Sablowski, als wenn ich Ihnen doch... Sagen Sie mal. Ihr habt doch auch nur meine Taschentücher rausgeholt. Ja, sollen wir jetzt dazu noch irgendeinen Kommentar schreiben oder nicht? Also, Also die Ermittlungsbehörden hatten mir mitgegeben, vielleicht sogar eine Warning auszusprechen, beziehungsweise wir können no further action machen, aber mit dem erhobenen Zeigefinger eines Abgesandten von Justitia, wie sie einer sind, sollten wir da vielleicht auch einen Satz dazu schreiben. Ja, da sehe ich uns, ja.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Richtig. Richtig? Ich habe übrigens von einem anderen Oberhaupt gehört, wir müssen immer auf Deutsch-Englisch schreiben, auch wenn die Fahrer, die Angeklagten nicht mal Englisch-only sind. Oh. Ja. Okay. Ich bin, also muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Sablowski, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gerne mit Steuerung C, Steuerung V gerne stempeln möchte. Weil ich, also, Gerne, gerne. Wir haben ein paar Stempelvorlagen, haben wir da. Ja, können Sie mir die zufällig mal zukommen lassen, Herr Sablowski? Das wäre prima. Jetzt, für jetzt oder für ja, später, nee, für die nächste Verhandlung? Nee, also haben Sie die jetzt gerade an die Hand? Da muss ich ganz schnell mal in den Akten blättern. Blättern Sie mal in den Akten. Ich mache mal hier den erhobenen Zeigefinger. Erhobener genau. Zeigefinger habe ich geschrieben. Entschuldigen Sie. Behandeln Sie das mal bitte, Herr Sablowski, mit ein bisschen Ernst hier. Ja, aber wieso? Such doch. Naja, ist ja richtig. Mann. Genau, wenn man sucht, findet man nicht. Andere Seite. Ich glaube, hier. Please do not speed in the pit lane. If we see this, Wie hau you the Öhrchen vom Stamm? Ja. Nur sagen Sie doch ja. Mal, wie heißt das denn? Ja, was wollen Sie wissen? So, Herr von und zu, euer Hochwürden, eure Unbestechlichkeit. Ich schick Ihnen da mal was. Die Akte lasse ich Ihnen per Rohrpost zukommen. Ja, ich schick sie mal rüber. Durchs Rohr. Durchgejagt, wie durch Hosenträger. Oh, schön. So. Prima, Fall abgearbeitet. So, ich muss mal hier ein Schlückchen aus meiner Brause. Genau in dem Moment habe ich es gefunden, Herr aus dem Volke Evo Rox. Danke. Ich brauch die Fallnummer, Herr Sablowski. Die nächste sind ja. Sie jetzt schon, oder? Ja, ja, machen ja. Sie sind aber heute flott. Die Fallnummer 3352. Oh, wie viel haben Sie denn da? Oh Gott, wenn ich da... Der Anklagetext gefällt mir. Muss auf jeden Fall einjeniger sein, der hier regelmäßig... Oh, wenn ich das schon sehe. Ja, okay. Fahren Sie vor Ort? Ja, Tatort Imola, Staatszielgerade. Ja, ein etwas alkoholisierter Herr fährt nach Hause, schwenkt ein wenig über die Straße und schubst den Herrn, den Geschädigten, schubst ihn in den Graben, auch die sogenannte Boxengasse. Ja. Schauen Sie sich das mal an. Gut. Ich habe geöffnet. Wir schauen mal, was hier uns vorgezeigt wird. Ganz schön. Das ist korrekt, euer Hochwürden. Entschuldigung. Ja, man sieht hier das natürlich schon vor der Kneipe Ende Rivazza, also die Kneipe Rivazza, ihr Lieblingsitaliener, Steak 16,90 im Angebot, dazu eine Flasche Pinot Grigio. Hier steht nämlich das Restaurant rechts an der Seite, die Restaurant Rivazza. Da gibt es schon eine Keilerei kurz vor der Kneipentür. Ja, und dann hat sich wohl der Beschuldigte etwas dazu verleiten lassen. So mag es jedenfalls das Beweisstück zeigen. Ja, sich da ein wenig mitzurempeln. Hier hält er das Auto noch gerade und hier, gab es denn schon einen leichten Schubser in Richtung des Geschädigten. Was ist da passiert? Das ist doch schon vorsätzlich. Das ist doch schon vorsätzlich, oder nicht? Ja, diesen Vorsatz prüfen wir.
Ja, hier, wie gesagt, in einer Rangelei verwickelt, aber hier ganz klar für mich auch die Bewegung nach rechts. Okay, mein geschultes Auge, muss ich ja gleich mal sagen. Mein geschultes Auge stellt fest, währenddessen wir jetzt hier um die Kurve fahren, warten Sie kurz. Jetzt sehen Sie den Griff zur Einstellung. Ich weiß ja nur nicht, was er, warten Sie kurz, das muss ich rausfinden, was er Wiedergabe, wir müssen das mal langsamer gucken. Also ich bin auch der Meinung, dass er ihn definitiv blocken wollte. Aber er hat ja hundertprozentig die... Ja, erzählen Sie. Also ich denke, er hat die Geschwindigkeit unterschätzt, aber dennoch ist dieses Verhalten grob fahrlässig. Das möchte ich hier auf jeden Fall anführen. Also er hat den Scheibenwischer ausgemacht, so viel steht schon mal fest. Aber trotzdem ist ja die Lenkbewegung noch da. Ja, man sieht eindeutig, also entweder ist sein rechter Arm sehr, sehr schwer und ist das Gegengewicht für den linken, wissen Sie, dass er so hochgezogen ist, oder er hat wirklich gleich getankt. Ja, also ich würde so weit gehen und sagen, dass er vorsätzlich ist hier. Ich sag mal, dadurch, dass in dem Moment er wirklich den Scheibenwischer ausmacht und gehen wir mal davon aus, dass er wirklich leicht getankt hat, dann kann das natürlich mal passieren, aber bei einer Fahrlässigkeit sind wir da trotzdem. Also Mindeststrafe sind hier minus 60 Elo und minus 0,3 SR, würde hier die Staatsanwaltschaft beantragen. Der Vorsatz... Ja, also es deutet schon darauf hin. Also der Vorsatz auf jeden Fall, ich sage mal so, der Vorsatz, ihn zu blocken, war auf jeden Fall da, ihn nicht einfach so vorbeizulassen. Ich gehe davon aus, dass der Beschuldigte das dann doch nicht im Endeffekt so wollte, dass er ihn da in den Graben schickt. Nichtsdestotrotz, Herr Richter, da sind Sie gefragt, Sie sprechen das Urteil. Ich kann Ihnen nur eine Empfehlung geben oder eine Richtung. Letztendlich haben Sie Justitia die Augen verbunden und ihr die Apple von der Waage geklaut. Nun müssen Sie das richten. Also der junge, der junge Mann ist schon mal auffällig gewesen. Mit ähnlichem Verhalten. Das ist aber auch schon wieder letzte Woche gewesen, by the way. Letzte Woche waren wir in Kialami unterwegs, Herr Zablowski, richtig? Korrekt, euer Hochwürden. Dann hat er letzte Woche auch so ein Ding gemacht. Können Sie sich das hier bitte mal mit mir ansehen, Herr Zablowski? Ich schaue. Ja, wir gucken da nochmal rein. Es ist ähnlich. Ja, das ist er sehr, sehr, sehr spät auf der Bremse und drückt sich da sehr arg vorbei. Das waren jetzt schon zwei relativ rüblige Aktionen. Also wie gesagt, Mindeststrafmaß sehe ich hier minus 60, minus 0,3. Man kann aber auch über eine 3-Tage-Pause nachdenken. Also diese sollten wir aber natürlich erst zu Beginn des neuen Zeitraumes der Season 5 aussprechen. Das müssten wir dann nochmal zurücklegen. Ich würde es mir aber notieren, euer Hochehren, euer Hochwürden, Ihre Unbestechlichkeit, Abgesandter von Justitia. Also ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Herr Zablowski, 3 Tage Pause. Also wirklich, das ist 3 Tage Pause für mich. Ja. Also für mich ist da ganz klar der Vorsatz zu erkennen, ihn abzudrücken, was schon sehr grenzwertig ist. Und das können wir nicht dulden. Weil wenn wir das jetzt dulden und nur da so ein bisschen Strafe rausbringen, würden wir dem anderen Fahrer, der ja nun nichts weiter, der nicht irgendwie großartig was falsch gemacht hat, würden wir damit ins Gesicht spucken. 3 Tage Pause für den jungen Mann. Ja, gehe ich mit d'accord. Auch wenn ich diesen Herrn näher kenne, ich bin ganz unparteiisch, gehe ich mit d'accord. Letztendlich sprechen Sie. Ja, das ist auf jeden Fall 3 Tage. Das ist 3 Tage Pause. Schreiben Sie sich das auf, Herr Zablowski, dass wir das dann nach den Winterferien machen können? Jawohl. Der braucht mal frische Luft. Ja,
Der wird wohl beim Geburtstag am 27.12. der Season 5 nicht dabei sein. Nee, der bleibt aus. Der darf nicht mitspielen. Nee. Erstmal dann, nicht. Dann mache ich da jetzt erstmal noch nichts weiter, ja? Korrekt. Dann lasse ich den da erstmal noch stehen. Aber also das ist ja, ja. Das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja wirklich furchtbar. Gut. Was ja. ist denn das nächste Aktenzeichen, Herr Sablowski? Nächste Aktenzeichen. Einmal 74 süß-sauer ohne Mayo mit. Ah, nee. Aktenzeichen 3353. Herr Sablowski, Sie haben die Frühlingsrollen vergessen. Ja, erklärt, ja, bitte. Tatort Imola, Schikane, Auffahrunfall. Die Erbsensuppe mit Bockwurst unter den Unfällen auf Imola. Also der Klassiker der Klassiker. Der Hitchcocks Vögel. Oi, das ist aber laut. Da müssen wir aber gleich mal gegensteuern. Der hat sehr, sehr laute Aufnahmen, Beweisaufnahmen gemacht. Na dann los. Ja. Schießen Sie ab, den Jungen. Wie ich schon sagte, also hier eines der typischsten Manöver. Ist schon, muss man sagen, ein Unfallschwerpunkt. Wir haben schon überlegt, die Polizei ist mit dem Straßenverkehrsamt schon in Planung. Vielleicht wird da demnächst ein Kreisverkehr hingebaut. Wir wissen noch nicht, oder eine Ampelschaltung. Zebrastreifen wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber dieses Manöver passiert leider zuhauf. Wisst ihr, Herr Sablowski, muss ich jetzt mal Entschuldigung, dass ich ihn da wieder reingrätsche, aber jetzt ja ich selber als ja mitunter halbprofessioneller Semi-Fahrer kann Ihnen sagen, dass er genau richtig gebremst hat und der Fahrer, dem er reingefahren ist, zu lange auf der Bremse stand. Und deswegen ist das passiert. Weil, pass auf, wenn wir jetzt mal hier reingucken schnell. Pass auf. Normalerweise würde man den Anker, können Sie meinen Mauszeiger sehen? Ich sehe alles von Ihnen. Entschuldige, Herr Sablowski, ich habe mir extra was angezogen. Können Sie bitte aufhören? Also setzen Sie mal kurz die Brille ab. Danke. Machen Sie das bitte aus. Aber wenn Sie jetzt mal gucken, hier wäre normalerweise, müsste er auf der Bremse stehen. Das heißt, er steht schon viel früher auf der Bremse, als er sollte. Und bei seiner Bremsbalance, die jetzt keiner sehen kann, außer wir beide, die steht auf 55, also schon relativ weit hinten. Ja, also die Bremsbalance hat er ordentlich aufgepustet. Und er bremst richtig zeitig und er hat auch genug Platz eigentlich, um das zu bremsen. Aber jetzt, passen Sie mal auf, der BMW hier vorne steht immer noch auf der Bremse, immer noch und ist viel zu langsam. Und wissen Sie, woher das kommt? Passen Sie auf. Der bremst auch mit 53, aber bremst zu lange. Und dementsprechend ist der hintere Fahrer ihm dann reingefahren. Obwohl der andere Fahrer hinten weder zu spät gebremst hat, noch zu wenig. So. Aber ist jetzt, das nicht auch wie in der Straßenverkehrsordnung? Wer auffährt, der muss natürlich... Klar, wir reden hier nicht von Mindestabstand, euer Ehren. Richtig, aber... Hey, also das ist ja... Sie sind ja heute wieder... Gut drauf. Nee, also das heißt jetzt nicht... Also es geht hier nicht darum, den von Schuld freizusprechen, sondern nur zu erklären, was da der Sachverhalt gerade ist. Weil der Hintermann... Ja, ich verstehe. Also beide bremst, er bremst halt, der junge Mann, der ihn anklagte, der bremst halt viel zu lange. Der steht halt an der Schikane noch auf dem Pinsel drauf und ist dementsprechend bei 93, währenddessen der andere wahrscheinlich irgendwo bei 110 unterwegs? 102, glaube ich. Ja. Genau, also... deswegen sagte ich auch anfangs, also diese Unfälle passieren da zuhauf, gerade an dieser Stelle. Und auch da erkennt man jetzt keine böse Absicht oder ähnliches. Wenn man jetzt davon absieht und ich sag mal hart ins Gericht geht, dann vergibt man natürlich 60 Elo-Punkte und minus 0,3. Das Volk sehe ich schon, der ein oder andere fordert hier nur die mildeste Strafe, euer Ehren. Ich beantrage minus 60, minus 0,3.
Letztendlich sprechen Sie wieder das Recht. Ich würde Minimalstrafe geben, wenn ich ehrlich bin. Weil am Ende des Tages, er bremst schon früher, als er eigentlich sollte. Und mehr bremsen kann er nicht. Also er kann ja auch nicht zaubern. Ja. Deswegen, also... Ne, also am Ende, ganz ehrlich, Herr Sablowski, passen Sie auf, am Ende würde ich ihm eigentlich gar keine Strafe geben, weil der junge Mann da vorne bremst so lange, dass, also selbst dieses Keine Strafe wäre auch nicht das richtige Zeichen. Ja, also da würde sich die Staatsanwaltschaft querstellen. Ja, da würde in Revision gehen. Er kann ja, was soll dieserjenige Herr denn da sonst noch tun? Er bremst schon einen Meter früher, als er eigentlich muss, bremst länger, als er muss. Und wenn der andere junge Mann da vorne auf der Bremse eingeschlafen ist und da zu langsam durchfährt, naja, was soll er machen? Das Einzige, was er hätte machen können, wäre links nach außen vorbeizufahren. Ja. So. Und damit rechnet, also hier an der Stelle rechnet damit auch niemand, wenn du selber schon einen Meter früher auf der Bremse stehst, als du eigentlich sollst. Ja, wie gesagt, euer Ehren. Mein Plädoyer, kennen Sie? Ja, Minimalstrafe. Also ich plädiere auf Minimalstrafe. Ja, wird akzeptiert. Was wäre denn bei Ihnen Minimalstrafe? Dann ohne den SR oder Safety-Rating-Abzug, ja oder nein? Herr Sablowski, ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt. Was ist für Sie Minimalstrafe? Nicht, was für mich ist, für Sie. Machen Sie mal die Rating Penalty 40 und aber auch die SR minus 0,2. So viel wollen Sie da reingehen, ja? Ja, das ist für mich minimal, aber Sie können, wie gesagt... Machen wir. Haben wir. Nochmal schauen. So, jetzt muss ich mal hier nach den vorgefertigten Stempeln gucken. Haben Sie Ihr Stempelkissen noch angefeuchtet? Fühlt sich gut an. Tja, was machen wir denn da? Was können wir dem jungen Mann denn jetzt hier für einen vorgefertigten Stempel geben? Er hat ja nicht zu spät gebremst. Das kann man ja so nicht sagen. Dann machen Sie das mit dem Bremsen, löschen Sie raus. Oder Sie müssen doch wieder Ihre Kreativität walten lassen. Nee, also ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Herr Sablowski, seitdem mir zugetragen wurde, dass wir das in beiden Sprachen machen müssen, dauert das für mich viel zu lange. Ich bin ja, also ich wollte ja jetzt hier keinen halben Roman schreiben. Ja, verstehe ich. Ja, warten Sie. Euer Hochwürden. Warten Sie. Bremse. Wir brauchen Bremse. Bremse ist hier das Stichwort. Bremse. Zu spät gebremst. Bremspunkt verpasst. Ist alles Runde 1. Hier. Allgemein zu spät gebremst, Linie nicht halten können. Aber ja gut. Passt also, eigentlich nicht. Naja, das ist ja eben das Ding. Was wollen Sie dem denn jetzt sagen? Das Einzige, was ich dem sagen würde, achte bitte mehr auf deinen Vordermann. Dann schreiben Sie das doch schnell rein. Naja. Ich glaube, in dem Fall sind sie jetzt wirklich schneller, wenn wir... Warten Sie. Ich muss mal eben schnell kurz gucken hier. Ja, na toll. Können wir eigentlich alles auf Englisch machen. Ja. Was heißt denn jetzt schon wieder? Siehst du, jetzt habe ich schon wieder komplette... Jetzt habe ich eine Blockade. Ja. We see this is not a big accident. But take care... Of your... Das können wir so nicht schreiben. Nicht? This wasn't... Jetzt hören Sie mir zu. This wasn't a big... accident. But... Oh. Please. React to the... Traffic in front of you. Muss ich einmal das Spekuliereisen hier schärfen, was Sie da schreiben?
Please react to the traffic in front of you. Yes, 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 yes. Also Sie haben ein ganz tolles Angelsächsisch, euer Hochwürden. Klasse, ja, wirklich ja, herrlich. Ja, finde ich auch, aber es geht gerade nicht anders. Kann sie nicht hören, euer Ehren. Was, oder warum sagen Sie nicht? Nee, ich habe nichts gehört. Sagen Sie mal, Gerichtsdiener, haben Sie mein Mikrofonkabel rausgezogen? Hören Sie mal, ich konnte mit Herrn Sablowski nicht sprechen. Und ich wundere mir, warum antworten Sie denn nicht? Warum antworten Sie denn nicht? Ja, na jetzt habe ich alles geschrieben. Haben Sie ganz toll gemacht. Ja, na mehr gibt's ja. Was will man da schreiben? Ich fühle mich schon schlecht, diese Strafe überhaupt auszusprechen. Gut, schicken wir ab jetzt hier. Geht in die Akten. Ja, aber ich denke, da haben wir einen guten Mittelwert gefunden. Also auch nochmal einen kleinen Weihnachtssegen mit beachtet. Mhm. Wir machen weiter. 3354 ist das Aktenzeichen. Überprüfen nochmal. Jawohl. Mhm, ja. 3354. Imola. Startphase. Wollknäuel, großes Wollknäuel. Der ortsansässige Schrotthändler hat auf jeden Fall das Geschäft seines Lebens gemacht. Ei. Das ist auf jeden Fall jetzt schon Maximalstrafe. Ist Runde 1. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Brauchen wir gar nicht drüber reden, Herr Sablowski. Ist gleich 3 Tage. Pause. Gucken wir mal. Hier geht es aber darum, euer Ehren, wer hat hier wem beschuldigt? Da sollten wir ganz genau drauf achten. Ja. Weil so, wie das hier vorgetragen wird, kann man da leider keine Schuld erkennen. Aber das müssen wir, wie gesagt, das müssen wir hier in der Beweisaufnahme nochmal genau würdigen. Wir versuchen das mal in Fahrer A und Fahrer B einzusortieren. Moment, ich muss gerade mal gucken. Wer hat denn da jetzt wen? Wer hat denn da jetzt genau wen? Okay, also der BMW hat den. Wer war das andere jetzt da? Aber er hat sich Mühe gegeben und hat das sogar noch auf Deutsch geschrieben sogar. Ganz nett. Obwohl das nicht mal seine Landessprache ist. Mhm. Großartig. Finde ich supi. Ja, okay. Also der Ferrari hat also den BMW sozusagen beschuldigt. Genau. Ah ja, gucken wir nochmal. Aber wofür? Was soll er machen? Ganz genau. Soll er sich wegteleportieren? Also mehr als bremsen. Genau. Und mehr genau als bremsen kann er ja nicht. Der genau, und deswegen war ihr Urteil zu vorstellen. Ja, sie sagten gleich 3 Tage weg. Ja, da können wir gleich 3 Tage wegmachen. Der Mercedes da vorne. Ja, leider wurde dieser Herr aber nicht reported. Das ist auch, man müsste das aus einer anderen Kameraperspektive sehen, um hier wirklich die Situation genau auflösen zu können wie eine Brausetablette. Nee, braucht man nicht, weil sobald der Mercedes vorne sich dreht, steht er auf der Bremse. Genau. Also hier, wie gesagt, zu Unrecht beschuldigt. Richtig. Auch hier im Volk wird reingerufen. Ja, no further actions. Kann man da ja nichts machen, weil der steht direkt auf dem Pinsel, als es ersichtlich war. Also wenn er jetzt nicht unbedingt... Also man müsste jetzt wissen, wie viel der BMW-Fahrer sieht. Weil ich denke, und so sieht das auch aus, sobald er ihn sieht in seiner Peripherie, weil es kann ja sein, dass er ein ganz großes Frontfenster hat oder nur ein kleines Frontfenster. Sieht nach kleines Frontfenster aus, also würde ich gar nichts machen. Nee, eben, also auch hier, die Staatsanwaltschaft würde sowieso no further action beantragen. Ja, das ist wirklich, also da müssen wir nichts machen. Was schreiben wir denn da rein? Haben wir da vielleicht irgendwas hier aus dem Regiment? Gibt es da irgendwas Schönes? Mal gucken. Nee. Ne?
Da müssen wir, glaube ich, selbst was anfertigen. Ja. Ja, was schreiben wir denn dazu? The BNLU driver was reacting in the second he saw the AMG turn around. There was no mistake. There was no mistake from his side. Punkt. Das Ganze müssen wir das wirklich, also ich habe letztens wirklich eine Verwarnung gekriegt. Also die beiden sind nicht in der Lage, German zu spiegeln. Also wenn klar erkennbar ist, dass diese Damen und Herren aus... die sind anderer Nationalität. Also ich denke mal, wir bräuchten da jetzt nicht wirklich noch was, also... Ja, spätestens werde ich dann sowieso von der Strafprozessaufsicht dann nochmal angeschrieben. Also euer Hochwürden, machen Sie es erstmal so, und wenn wir da nochmal Ärger bekommen, dann leite ich das an Sie weiter. Ja. Weil, also ich mache immer, wenn jemand vom Good Old Germany dabei ist, schreibe ich German mit drin, aber ansonsten immer nur Englando, weil, warum sollte, verstehen Sie, wie ich meine? Das ist ja, also... Ja, Anglese. So, wollen wir uns einen Formfehler anschauen oder wollen wir diesen überspringen? Ja, doch, bitte. Wir gucken gerne Formfehler, damit Leute aus der Jury eventuell erfahren könnten, wie man es richtig macht. Wir müssen darauf hinweisen, das ist wichtig. Dann die 3355 Aktenzeichen. Ah ja. Aha, hier. So viel Mühe gegeben beim Text, aber leider die Report-Guideline nicht beachtet. Schade, der wird sehr sauer sein und wird auch bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher, das verfluchen, dass wir das so machen. Gucken wir mal. Aber wir können ihn ja für seinen Aufwand loben und ihn in unseren Memoiren erwähnen, dass er so einen wirklich tollen Text geschrieben hat. Ja, wir sehen auch hier wieder den Unfallschwerpunkt. Brennpunkt Schikane. Ist aber leider auch schon wieder, man kann damit nichts anfangen. Ja. Ja, no further action. Leider ja. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, ob wir Anglese machen müssen und Le German. Ja. Nee. German. Ja, richtig. German only, no further action. Genau, für das Volk, für die Jury zwischendurch. Danke für den tollen Text, den du verfasst hast, der uns wirklich weiterhilft, aber du hast die Reporting Guidelines nicht eingehalten, eingehalten für das einzureichende Video. Demnach können wir diesen Fall nicht bearbeiten. Punkt. Sei bitte nicht böse, ist doof. Das klingt scheiße. Ja. Was schreiben wir denn dazu? Bitte Report nach Report Guideline nochmal einreichen. Bitte Report nach Report Guideline einreichen. Punkt. Weißt du, was wir heute noch dazu schreiben, Herr Sablowski? Merry Christmas. Das ist gut. Herr Sablowski? Sie versprühen einen Weihnachtszauber. Ja. Auch wenn es kacke ist, wir versprühen Weihnachtszauber. Das finde ich gut. Da platzt mir die Christbaumkugel, wirklich, euer Ehren. Ihre beiden Klasse. Christbaumkugeln, aber ja. Nur von meinem Anblick. Welchen Fall haben wir denn jetzt?
3356. Mhm. Imola Startziel. Ja. Hier müssen wir auch wieder unser Augäpfel schärfen. Startziel. Ja. Das klingt verrückt. Was wurde denn da angeklagt? Weswegen, warum, weshalb? Na, schauen Sie sich das einfach mal an. Ach so, wir lassen es wirken, ja? Wir lassen es wirken. Wir wirken. Man erkennt ein Fahrzeug, das sich dreht nach einer Kollision, aber leider können wir diesen Fall nicht wirklich richtig aufklären. Oder gelingt Ihnen das, euer Hochwürden, euer Ehren, euer Abgesandter von Justitia von und zu? Mir fehlt da ein bisschen was. Ah, das fehlt mir jetzt. Aber auch jetzt, euer Ehren. Ja, jetzt kann ich das aufklären. Was wird das jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, der wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber in der Akte geht es nur um... Wir hatten jetzt... Ach so, also der Ferrari-Fahrer hat jetzt den Porsche-Fahrer angezeigt, ja? Kleinen Moment, ich prüfe das nochmal gegen... Ja, ja, doch, hat er. Ja, der Ferrari, korrekt. Den Porsche-Fahrer. Ah, okay, er wollte uns die zwei, also zwei Situationen, die er dann quasi anscheinend mit ihm hatte. Und da sind die beiden Herren wieder. Also die gute Freunde geworden auf Imola. Das ist irgendwie schwierig. Wissen Sie, Herr Sablowski, mir ist gestern was sehr Ähnliches passiert. Ich habe so das Gefühl, dass der ein oder andere Schwierigkeiten hat, geradeaus zu fahren. Ah, das kenne ich. Vor allen Dingen nach 4 Hefeweizen. Also, ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber der Ferrari, der ja nun den Porsche anklagt, der schlägt ja eine ganz wilde Linie ein. Also, der fährt ja quasi so... In den Porsche. Also wo, für mich? Ja. Für mich sieht es in dem Moment aus, als würden sie sich beide in der Mitte treffen, was ja in gewissen Situationen sehr schön ist. Nee, der Porsche fährt eigentlich eindeutig immer dieselbe Linie und fährt sogar noch weiter nach links. Na, also eindeutig, er lässt sich da ja auch raustreiben, aber das ist natürlich dem leichten Knick geschuldet. Wollte ich gerade sagen, das ist einfach nur die Optik, Herr Sablowski. Und der Ferrari, sehen Sie an der weißen Linie, kommt immer weiter rüber. Also ich würde da ehrlich gesagt nichts machen. Sie achten Sie mal auf die Linie, wie der Ferrari immer weiter rüberkommt. Also es ist ja so, er fährt ja... Ja. Ich würde da nichts tun. Also für mich ebenso. Deswegen haben wir auch hier die Ermittlungsbehörden mir den Tipp gegeben. No further action. Da würde ich gar nichts machen. Ich prüfe nochmal hier den Anklagetext. Ja. Natürlich wird sich über den Verlust des Sicherheitsratings beschwert, aber... Tja, wenn ich mich darüber beschwere, dann könnten wir eigentlich hier, können wir 3 Wochen sitzen, Herr Sablowski. Nur für Action. Aber hallo, Ballo. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob in Gläser ausreicht hier. Yes. Und yes. Ja.
Was der Herr jetzt hier gemacht hat, ist natürlich zwei in ein. Ist natürlich für die Ermittlungsbehörden auch immer nicht so gut. Ich finde es auch sehr schön, dass da steht, Crossing from his line into my line. Also ich weiß nicht, ob man selber, also meine Damen und Herren, gerade in der Jury, also falls Sie Fälle einreichen wollen, bitte gucken Sie sich das genau an und seien Sie mit sich selber kritisch, weil... Da kriegt glatt ein Ohrwurm. It's my line, it's my line. Line, it's my line. Und jetzt alle, it's my line, mine. Okay, doch nicht, ja schade. Ja. Hätte ja klappen können. Ich muss tanzen, ich kann entweder nur tanzen oder singen. Euer Ehren, tut mir leid. Ja, was schreiben wir denn da jetzt? Actually, Ferrari changed the line into the line of the Porsche. Porsche. Of the Porsche. Ich würde ihm ja gerne schreiben, dass er sich weniger Stöcke in seinen Speichen stecken soll. Aber das können wir nicht machen. Wie würde man das übersetzen? Weiß ich nicht. The Ferrari changed the line too many into, sticks. Into the line of the Porsche. No further action. Ja. Okay. Ja, da müssen wir da noch großartig was drüber schreiben. Nee, alles ich andere. Denke nicht. Alles andere, Herr Sablowski, wäre auch frech. Also sowas wie, du solltest dein Verhalten reflektieren, wäre schon frech, wenn wir ihm das jetzt schreiben. Weil ich glaube, er ist sehr aufgebracht schon in dem Moment. Ja. Ja, dann machen wir das ja. in einem kleinen Text heute. In einem kleinen Text. Ja. Kleine Geschenkchen für ihn zu Weihnachten. Kleine Geschenkchen, ja. So, den nächsten bitte mal prüfen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, ob ihr Anonymisierer, den sie ja für 34.000 Euro vom Landgericht... Ja, den Anonymisierer, ja. Ja, das könnte eventuell funktionieren mit dem Anonymisierer, aber lassen Sie mich kurz mal schauen vom Oberlandesgericht. Ja, der Anonymisierer vom Oberlandesgericht funktioniert, Moment. Oder Erkenschwick hat ihn den gestellt, nee, ne? Oder was? Ja, können wir doch nicht. Ist gefährlich. Können wir nicht machen. Gefährlich? Ja. Können wir nicht? Okay. Gut, dann müssen wir den leider überspringen. Ja, Tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Da können Sie ja nichts dafür, Herr Sablowski. Das ist vollkommen in Ordnung. Oh. Endlich kann ich mal nichts für irgendwas. Das ist ja toll. Herr Sablowski, wollen Sie den Weihnachtsfrieden doch noch herstellen? Herr Sablowski, toll. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Was ist das schon wieder für eine Frechheit aus Ihrem Mund? Wieso? Na, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Als wenn ich Ihnen ständig die Schuld dafür... Aus meinem Mund, haben Sie doch gerade gesagt. Herr Sablowski, also ich glaube, es knallt oder was. Als wenn ich Ihnen hier ständig die Schuld gebe für alles. Tut mir leid. Euer Ehren. Das ist gleich, 3 Tage werden Sie gleich ausgeschlossen hier. Das ist so eine Art Job hier, immer alles, die zu bestrafen und jetzt wollen sie mich auch. Hören Sie auf zu heulen, nehmen Sie sich ein Taschentuch und wischen sich die Elefantendreh wieder ab. Was ist das denn hier? Was soll denn das Schöffengericht jetzt denken? Herr Sablowski, jetzt warten Sie kurz, wir gehen mal kurz, entschuldigen Sie. Kommt mal, Herr Sablowski, wir sind unter uns jetzt, Herr Sablowski. Ja. Wir sind bei uns, kommen Sie mal bitte mit ins Büro. Was haben Sie denn für ein Projekt? Läuft zu Hause nicht? Ich hab noch kein Weihnachtsgeschenk, die Jans ist mir abgehauen, die war zu... Alles scheiße. Herr Sablowski, wissen Sie, wenn Sie Vegetarier oder Veganer wären, hätten Sie das Problem mit der Gans nicht. Ganz einfach gelöst. Ja, dann... wäre das ganz und gar kein Problem. Naja, sehen Sie mal, dann sind Sie einfach über Weihnachten sind Sie einfach mal jetzt Vegetarier. Und was ist jetzt mit den Geschenken? Für wen haben Sie denn noch kein Geschenk? Für mich? Ja! Das ist, Herr Sablowski, das ist nicht so schlimm. Geben Sie mir einfach einen Aktenordner voller Fälle. Das wäre schön. Und dann bin ich zufrieden. Okay. Haben Sie noch irgendwas? Ich
Hab sie lieb, aber seien sie nicht immer so gemein zu mir, sie Arsch. Los weiter, sonst knallt's. Wir haben keine Zeit! Herr Sablowski, aber nicht in diesem Ton! So, jetzt können Sie wieder in diesem Ton arbeiten. Was ist denn jetzt die nächste Akte? Kommen Sie mal aus dem Arsch hier! Ich denke, wir haben keine Zeit! Komm schon ganz durcheinander. Äh, 3357. Ja. 3357. Das haben wir doch eben gerade gesagt. Hört, sehen Sie, die bringen mich Mann, Herr Sablowski, was machen Sie denn für eine Scheiße? Ich denke, Sie sind vorbereitet. Ja. 3358. Herr Sablowski. Es ist ja wohl bitte mal zum Kotzen. Das ist doch auch schon wieder ein Formfehler. Oh, Herr Sablowski, ich denke, Sie kommen hier mal um die Ecke mit irgendwas. Wir gucken. Wir gucken. Wurde einfach weggeschubst. Na, hier ein sehr ausführliches Beweisvideo, euer Ehren. Ja, aber... Ja. Unnütz. Ja. Es ist vollkommen unnütz. Aber ich glaube, die wichtige Perspektive müsste noch kommen. Nee, es fängt schon wieder von vorne an. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das ist doch nicht nach Guideline. Nee. Dass man so einen Scheiß hier judgen muss. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, aber also, was, Herr Sablossi, was soll ich jetzt noch schon wieder machen? Bitte nicht schreien. Entschuldigung, dann habe ich das übersehen, dann ist es ein Formfehler. Nee, ist ja auch richtig so. Die Leute sollen endlich mal aufhören, so einen Quatsch hier einzureichen. Wer soll ich mir da was an der Haare herbeiziehen? Das ist vollkommen korrekt, euer Ehren. Außerdem steht der Lamborghini auf dem Pinsel. Der bremst sogar mehr, als er soll. Oh, dass die Leute aber auch immer einschlafen auf ihren Bremsen. Aber recht haben sie. Ist trotzdem Verfahrensfehler. Können wir nichts mit anfangen. So das, ist das, das können wir. Das, ich sag's Ihnen so ganz ehrlich, wie es ist. So gern ich das wollen würde, selbst wenn der König das wollen würde, dass wir das hier judgen, passiert das nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es nicht möglich ist, oder nee, weil es nicht in Ordnung wäre, weil wir dann nämlich der ganzen Welt da draußen sagen würden, dass das in Ordnung ist, so eine Scheiße abzuliefern. Aber das ist nicht in Ordnung. Nee, ist es nicht. Und deswegen können wir auch nichts machen. So, nur für... Mann, ey, meine Robe hängt die ganze Zeit am Stuhl. Ich reiß sie doch irgendwann kaputt. Jetzt bin ich aber richtig allein. Jetzt habe ich richtig... Weihnachts-Meltdown habe ich gerade. No further action. Please read the reporting guidelines. Yes. Bitte erkundige dich nochmals in den Reporting Guidelines, wie man das Beweisvideo richtig aufnimmt. So. Sehr milde, sehr milde. Wie ja. Frühstücksorangensaft, euer Ehren. Was soll ich da machen? Also, wenn es nach mir gehen würde, Korrekt. Herr Sablowski, ja? Ja. Wenn es nach mir gehen würde, würden da andere Texte drin stehen. Aber ich möchte ja nur auch nicht, der alte, verbitterte Kackarsch sein. Verstehen Sie? Sie kommen ganz und gar nicht so rüber, noch nie nicht gewesen. Also das würde mich wundern, wenn Sie jemand so. Also danke für das Kompliment.
Und jetzt hören sie auf rumzuschleimen. Was ist denn jetzt die nächste Akte hier? 3, 3, 5, 9. Sagen Sie mal, wie viele Fälle haben Sie hier? Okay. Ist auch wieder schön beschrieben, toll, großartig. Kann man wieder viel mit anfangen? Ja. Spitzenmäßig. Ich zitiere, von hinten abgeräumt. Ja, was, die Theke oder was in der Kneipe, morgens 6:30 nach der letzten Runde. Ist eine gute Frage, schauen wir mal. Ich habe so ein böses Gefühl. Ja. Gucken wir mal, ob ein böses Gefühl stimmt. Nee, doch hier nicht. So weit, so normal. Ja, euer Ehren, also hier hat man auch gesehen, das, was Sie vorhin haben gelten lassen, ist ja jetzt die neue Rechtsprechung en vogue. Was? Hier würde ich auch dafür plädieren, dass der Geschädigte hier, glaube ich, selber sehr früh auf der Bremse steht. Und es ja fast schon nach Brake-Check aussieht. Aber euer Ehren, da haben Sie ein viel geschulteres Auge, gerade auf bei diesem Tatort Imola. Schwierig, schwierig, ne? Ich meine, die Kurve, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Kurve ist wirklich nicht einfach. Auch für den Hintermann nicht, weil man kann sehr schnell das Auto verlieren, wenn man... man kann das Auto sehr schnell verlieren, wenn man nicht genug Geschwindigkeit hat, um gewisse G-Kräfte auf das Fahrzeug zu bekommen. Also der, es ist aufgefahren und es ist auch schuld, da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist genau dasselbe wie bei dem anderen Fall, dass der junge Mann, der jetzt eigentlich den jungen Mann hinter ihm zur Verantwortung zieht, sehr lange auf der Bremse steht. Ja. Und sehr früh auch. Und sehr doll auch. Und alles auch, sowieso. Ja. Also Strafe gibt es so oder so? Ja. Auch hier könnte man jetzt wieder das Recht der Entschärfung anwenden und weil Weihnachtszeit ist. Naja, nicht wegen Weihnachten, sondern, also wissen Sie, Herr Sablowski, Sie müssen sich das so vorstellen. Sie haben nun also ihr Rennen trainiert und Sie fahren und Sie fahren und Sie fahren und Sie kriegen dafür, dass der vordere Vordermann etwas sehr früh auf dem Pinsel steht, eine richtig fette Strafe in ihr brummt. Also ja, eine Strafe auf jeden Fall mit der Anmerkung, hey, bitte achte auf dein Vordermann. Aber man müsste auch mittlerweile den Leuten sagen, hey, also auch denjenigen, die anklagen, bitte drück doch dann nicht immer so früh auf den Pinsel. Also es ist ja, also diese Fälle sind ja ein Zusammenspiel aus dem Vordermann als auch dem Hintermann. Ne? Also der gehören immer zwei dazu. Genau, es gehören immer zwei dazu. Ja. Naja, manchmal gehören auch nicht immer zwei dazu. Aber es wäre halt auch schön, den Menschen mitzuteilen, hey, du hast vielleicht ein bisschen früh auf der Bremse, deswegen ist der dir reingefahren. So. Ja. Weil jetzt, also, was wollen wir ihm jetzt schreiben? Er hat weder den falschen Bremspunkt gewählt, es ist halt wieder genau dasselbe, dass man ihm sagen sollte, dass er bitte auf den Vordermann achten sollte. Ja. Was würden Sie denn jetzt für eine Strafe aussprechen, Herr Sablowski? Ja, die, wie wir vorhin, minus 40 Elo und minus SR 0,2, das sollten wir schon tun. Mhm. Und aber auch hier ähnlich wieder geschrieben, bitte achte mehr auf deinen Vordermann. Hier sollten wir Deutsch und Englisch schreiben. Ja, das ist sehr wichtig. Genau. Natürlich, wie gesagt, in der Straßenverkehrsordnung sowohl in der Realität als auch in der Simulation gilt natürlich, man muss auf seinen Vordermann achten, wie auf sein Handgepäck im ICE von Köln-Bonn nach Frankfurt. So, aber ja. Ja.
Ja, bitte, nicht euer Ernst. Nee. Sie haben das Wort. Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, Herr Sablowski. Reden Sie. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. War ich jetzt schon in Köln-Bonn oder war ich schon in Frankfurt? Nee, Köln-Bonn noch. Köln-Bonn. Okay. Ja, und wie gesagt, man muss natürlich besondere Vorsicht walten lassen. Natürlich ein unnatürliches frühes Bremsmanöver forst sowas. Es ist da aber natürlich immer schwierig auseinanderzuhalten. Deswegen aber die milde Strafe, denke ich, damit kann jeder d'accord sein. Auch wenn es der Herr vielleicht selber nicht ganz so sieht, aber ich denke, er würde sich hier einen Verteidiger suchen und sagen, da trage ich doch gar keine Schuld. Herr Sablowski, sagen Sie mal, werden Sie abgeholt fürs Gefängnis heute? Ich hörte da die Gefängnisschlüssel klappern. Ja, das ist der Schließdienst. Muss gleich wieder in den anderen Overall steigen, korrekt. Ah, wie lange haben Sie denn jetzt noch Zeit? Ich habe so lange Zeit, wie Sie Zeit haben, euer Ehren. Naja, so 2-3 Fältchen würde ich jetzt noch durchgehen dann, Herr Sablowski. Aber ich muss das hier noch schnell auf Englisch notieren. Aber hallo Ballo, dann schießen Sie ab den Schlüpper, Junge. Ja, das fällt mir gerade schon ein bisschen schwierig, das zu formulieren. In this case you should have, wie sagt man denn? Reacted? Nee. Weißt du, was sagt man? Was heißt denn Rücksicht jetzt so wieder auf Englase? Das fehlt mir jetzt hier. To take care. Nee, oder, take care klingt kacke. Rücksicht, backside. Nee, das ist auch falsch. Okay. In this case you should, was sagt man denn da? Das Schöffengericht. Ah, be aware. You should have nee. Du musst ein Gut sein. Be aware. Sei cautious is it. You should have been cautious. Cautious. In this case, you should have been cautious Haben wir früher auch immer gemacht bei den Spatzelrouter-Sinknamen. Wenn wir alle zusammen auf Toilette gegangen sind, war es auch der sogenannte cautious. Das habe ich gerade nicht. Habe ich nicht verstanden. Ja. Ja. Ist nicht so schlimm, euer Ehren. Kann ich Ihnen nachher im Büro nochmal näher erklären. Sie machen es wirklich ganz formidabel, euer Ehren. Ja, ich muss ja auch, also es tut mir leid, aber ich muss mir Mühe geben. So, haben wir gemacht jetzt hier. Was haben wir denn als nächstes, Herr Sablowski, auf dem Zettel? Wollen wir mal noch, dadurch, dass wir jetzt nur noch 2-3 Fällchen machen. Ja, ja, ja. Würde ich gerne, schauen Sie mal bitte in die 3368 rein. 3368, ja. Ja, hier kann man dazu sagen, ein Unikat fast schon. Also nicht oft in freier Wildbahn trifft man einen Geschädigten und einen Beschuldigten bei den GT4s an. Ah, deswegen nehmen wir den jetzt mal dazu. Das können wir wahrscheinlich nicht gucken. Oder wir machen es audiovisuell. Ah, nee, das ist dann natürlich blöd, weil das in der Mitte gezogen ist. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, Herr Sablowski. Ich bereite vor. Warten Sie, machen wir. Sie sind so gut zu mir. Na, das mache ich für Sie, Herr Sablowski. Schon immer gewesen. Ja, Sie können jetzt mal hier unten an meine kleine Zitze kommen. Wir sitzen jetzt quasi ineinander drin. Ich labe mich. Ruhe, Kontenance. Hier wird nicht gelacht. Ich labe mich an Ihrer Weisheit. So, Herr Sablowski. Ich glaube, das sollte gehen. Moment. Wir machen das nochmal schnell hier so. Ja, das sollte gehen. Ich bin in Ihnen. Ich sitze Ihnen jetzt bei Ihnen auf dem Schoß. Das ist auch mal schön. Jetzt wie beim Weihnachtsmann früher. Sie sehen ja auch ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Wahnsinn. Da sitze ich jetzt auf dem Schoß. Das ist schön. Ich kann ihn in den Ohren spielen. Okay, Ruhe jetzt. Ruhe. Au. Hi.
Auch hier hat er, glaube ich, nicht mit der Verzögerung gerechnet des Vordermanns, aber dennoch. Nee, ich glaube, er hat zu spät gebremst. Ja, das sieht sehr, sehr wild aus. Ja, ich glaube, der hat viel zu spät gebremst. Ja. Korrekt, hier wie gesagt aus der Tatserie GT4. Ganz, ganz selten, dass wir da mal einen Fall haben, wo die Ermittlungsbehörden tätig werden müssen. So, ich gehe jetzt wieder in meine Ecke, Herr Sablowski, ja? Ja. Ja, aber da können wir ja eindeutig hier zu spät der Bremspunkt. Dafür gab es doch schon was Vorgefertigtes, oder? Genau. Bremspunkt verpasst. Ja. Wie den Bus. Allgemein zu spät gebremst. Du bist in dieser Situation einfach zu spät auf der Bremse. Nächstes Mal eher bremsen oder bereits vorm Bremspunkt. Fuß vom Gas. Ne? Genau. So, da können wir den mal vorhalten. Ja, wenn wir so eine Fälle haben. Was ist denn jetzt hier laut Anklage? Was gibt es da für eine Strafe? Minus 60, minus 0,3. Minus 60 Elo, minus 0,3 Safety Rating wird von der Staatsanwaltschaft beantragt. Sag also mal, Herr Sablowski, so viel? Na, was denn? Nee, ist ja richtig. Habe ich abgeschickt. Weihnachtsgeschenk ist raus. So. Dann haben wir noch was wir in der Weihnachtszeit immer gar nicht gern sehen wollen. 3372, bitte. Euer 3372. Ja. Warum hat er. Was ist da los? Also, ich möchte es mal so beschreiben: Man drängelt sich erst an der Kasse vorbei und schubst dann auch noch die Oma weg und klaut ihr den Pfandbon. Was? Herr Sablowski! Ja, euer Ehren, schauen Sie mal rein. Ja, erst hier vorne an der Kasse vorbeigedrängelt und dann noch die Oma weggeschubst. Sagen Sie mal! Das kann ja gar nicht angehen! Ja. Ja, da außen rum mag vielleicht sein, Herr Blauer Pfeil. In Runde 1, aber dann gehe ich Fuß vom Gas, wenn ich das so abkürze, dann dränge ich mich nicht noch weiter vorbei und klaue dir auch mal den Pfandbon. Aber für mich ist es auch hier, gibt es keine Notwendigkeit, hier so abzukürzen, hier dran vorbeizufahren. Also, danke an euch also es gab nicht mal die Notwendigkeit, nach außen zu fahren. In diesem Sinne soll ja, ich jetzt also es ist für mich sehr, sehr rüpelig und das ist in der Vorweihnachtszeit. Also es gab nicht mal den Grund, dass hier nach außen gefahren wurde. Ja. Ich hätte gerne die Innenperspektive gehabt. Also ich würde fast mal so frech sein und sagen, das war schon bewusst gewählt, da außen lang zu fahren. Ja, ja. Ich meine, wir kennen es alle, wenn auf einmal Kasse 3 wird für sich eröffnet, dann O-Boy 42. Geht da natürlich der ganze Einkaufswagen-Tross so los. Dabei zu sein. Aber ich dieser weiß Herr, klasse, was in der Zeit aus dir geworden ist. Oder diese Dame. Tolle Community. Ne, lieber Schniedelwurst. Broken! Ruhe da draußen in der Jury! Sagen Sie mal! Da wird von außen einfach reingequatscht! Vielen Dank für 42 Monate Schöffengericht. Scheiße, ich würde gern trotzdem noch mal von innen sehen. Ist eigentlich ein... Ja. Also Formfehler ist es nicht, weil Formfehler ist es nicht, aber ich würde es gerne nochmal von innen sehen, weil ich gerne die Lenkung sehen möchte, ob er, also als er über den Berg fährt. Weil das ist für mich wichtig, wie hart das Strafmaß ausfällt, wenn ich nämlich weiß, dass er geradeaus rüberfährt. Herr Sablowski, ich muss kurz unterbrechen. Aber meine Fresse, meine Ohren, ich habe wirklich die schwellen schon an unter diesen Dingern hier. Das ist so unbequem. So, was hat denn die Staatsanwaltschaft da jetzt veranlagt? Ja, euer Ehren, auch hier kann man jetzt mindestens sind minus 80 Elo und minus 0,4 SR. Man kann hier aber auch aufgrund des rabaukenhaften, rüpeligen Verhaltens des Raudis vielleicht auch einen Bann vergeben. Aber das lege ich in Ihre Hand, je nachdem, wie Sie dieses Beweismaterial jetzt wirklich werten.
Ich muss nochmal einmal kurz studieren. Na, aber nicht 10 Semester lang. Doch, warten Sie. Der kriegt 3 Tage Pause. Wissen Sie warum? Weil der die Lenkung bewusst aufmacht und links rüberfährt. Ja. Das passiert, Das passiert hier ganz bewusst, 3 Tage Pause. Danke. Aber das müssen wir dann aufheben. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Das würde ich unterschreiben. Das würde ich gerne aufheben. Die Zewigel. Der kriegt 3 Tage Pause. Aber hundertprozentig kriegt er 3 Tage Pause. Jawohl. Rüpelhaftes Verhalten am Start. Erst vorbeimogeln und dann noch den Pfandbon klauen, ey. Ich abbrechen. Mission abort. Herr Sablowski, was haben wir denn noch für einen Fall? Wollen wir auch noch einen prekären nehmen? Mm. So jetzt die letzten ein, zwei? Ja, so ein prekär, ja. Ja, gucken wir mal. 3388. 3388. Genau, Tatort wieder Imola, nach der Startphase. Ja, auch hier kann man sagen, okay, nach einer Kneipenschlägerei ist der Beschuldigte auf dem Bordstein eingeschlafen, aber schauen Sie sich's einfach mal an. Hier ist noch nicht ganz eindeutig erkennbar, worum es sich genau handelt. Das wird jetzt im Laufe der Beweisaufnahme, denke ich, noch klarer. Also erst einmal muss man festhalten, dass es hier für den Herrn sehr, sehr unglücklich ist. Nichtsdestotrotz begeht er hier einen so unfassbar großen Fehler, hier mitten auf der Strecke stehen zu bleiben. Also, euer Ehren, sowas gibt's in keinen Russenfilm. Was war ich sehend? Also es geht darum, dass... Okay. Nee, dann möchte ich Sie nicht unterbrechen. Warum parkt der denn da mitten auf der Ideallinie? Ja. Und drückt nicht mal komplett die... Ja, er hätte gar nicht da, also er konnte ja noch fahren oder konnte, also anscheinend konnte er nur unterwegs noch ein bisschen lenken. Und wenn ich so kaputt bin oder anhalten möchte oder zurück zur Garage, dann stellt mich doch nicht auf die Ideallinie. Was hat denn die Staatsanwaltschaft dafür vorgesehen? Tatsache, das gleiche wie eben, mindestens 60. Ah nee, halt, ich bin hier verrutscht. Halt. Ah doch, richtig. Minus 60 und 0,3, weil es nicht erste Runde ist. Oder eben auch da 3 Tage Bann wegen dieser wirklich extrem groben Fahrlässigkeit. Motor aus, ja, okay, aber... Wir müssen nochmal, ich muss kurz nochmal studieren. Ja. Nee, der Motor ist an. Der Motor ist an. Ja. Also das ist schon sehr, sehr grob fahrlässig. Auch wenn er sich natürlich, also wir können uns natürlich in die Emotionen des bayerischen Mistwagenfahrers reinversetzen. Nee, aber, Herr Sablowski, nee, tut mir leid, aber dafür kann man kein Verständnis haben. Genau, aber für diese Aktion. Ich wollte es ja menschlich machen, euer Ehren.
Dass man in dem Moment natürlich etwas emotional geladen ist, ist verständlich. Aber was absolut nicht verständlich und nicht verzeihlich ist, dann weiterhin noch andere zu gefährden durch ein solch, ich nenne es jetzt mal ganz keck, einen egoistischen Move. Herr Sablowski, wäre es dann nicht sinnvoller daran, ein Exempel zu statuieren? Ja. Und dann das Ganze noch ein bisschen verlängern? Verlängern würde ich es nicht. Also ich würde keine Woche. Woche würde ich nicht geben. Naja, Sie müssen sich vorstellen, Herr Sablowski, das hier, also das wäre jetzt ja genau dasselbe. Also wir würden ihm jetzt dieselbe Strafe geben wie anderen Menschen, die gewisse Dinge nicht absichtlich getan haben. Dieser Mensch ist wirklich mit voller Absicht dort stehen geblieben. Ja. Also egal, wie menschlich Sie angefressen sind, sollten Sie das nicht tun. Und das war völlig, also das war wirklich beabsichtigt und im vollen Dasein seiner Kräfte. Ich notiere das mal, Euer Ehren. Wir müssen diesen Bann, also es ist ja ein Mindest-3-Tage-Bann, da sind wir uns ja einig. Da sind wir drei Tage mindestens, aber ich würde 7 geben, damit Menschen lernen, sowas nicht mehr zu tun. Okay, Message angekommen, habe ich so notiert. Wir werden es natürlich dann nochmal am Sonntag nochmal ins Schnellgericht geben. Und da wird dann die Entscheidung getroffen, ob 3 oder 7 Tage. Können mal schauen, genau in die Akte des Beschuldigten. Da ist nichts. Da ist nichts drin. Okay. Ja. Aber es also ist da, eine erzieherische. Dann würde ich sagen, ja, okay. Es muss eine erzieherische Maßnahme herkommen, weil auch wenn dieser junge Mann ein Anfänger ist, wie wir ja beide eben gerade in den Akten sehen konnten, müssen wir ihm das in seinen frühesten Kindheitsjahren müssen wir ihm das schon austreiben. Ja. Aber das kann vielleicht der König dann nochmal entscheiden. Ja, ja, ja. Man sagt ja immer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist wohl richtig. Haben wir noch eine Akte, Herr Sablowski? Ja, wir können noch eine nehmen. Das wäre 3376, Tatort Imola. Mensch, da in Italien ist aber viel los heute. Ja, ich glaube, hier hat einer der Herren diese schöne Kaffeefahrt mit einem Bowlingarm verwechselt, ließ sich nicht lumpen und hat erstmal alle 9 abgeräumt. Ist auch Kegelmeister geworden, hat die Kegelkönigin geheiratet, sie lebten fortan zufrieden und glücklich hinten in der Kegelbahn, da wo die Wilhelmer aufgestellt werden. Dann schauen wir mal. Also klar bremst der Herr vor ihm. Bisschen da mal Bogi-Bogi. Nichtsdestotrotz hier in der Anfangsphase, klar, man ist dran, aber sagen Sie mal, Sie können ja gerne mal sagen, wo Sie da schon vom Gas gehen in der Anfangsphase. Sie sind ja auch öfter mal, wenn Sie Ihre Richterrobe, Ihren flotten Fummel ausgezogen haben. Also es ist schwierig. Weil er, der hier vor natürlich relativ früh bremst schon, aber er hinter nun gar nicht, wie wir gelernt haben, aware ist. Naja, der Porsche, war dünn. Na, Sie müssen jetzt mal sehen, der Fahrer hier vom Aston, Martin, der bremst sofort, als er den vorher gesehen hat. Also jetzt sofort hinterher und hat sogar noch einen Meter später gebremst. Also er wäre so oder so, wäre er aufgefahren. Ja. Und der BMW hat gar nicht reagiert. Ja, richtig. Aston Mateng möchte ich für das Gericht anmerken. Aston Mateng, Entschuldigung, ja. So, jetzt ist halt die Frage, war es hier Runde 1 oder nicht?
aber selbstverständlich schauen Sie sich doch an, wie knapp das Feld zusammen ist. Euer Ehren, also Ihr geschultes Auge sollte das doch sofort erkennen, es kann auch Runde 2 sein, Herr Sablowski, aber auch hier an der Stelle, woher soll ich denn die Information schon wieder nehmen? Ist eigentlich ein beschissener Verfahrensfehler. Soll ich mir das aus dem Arsch ziehen oder was? Ja. Ja, soll ich mir das jetzt herreimen? Das kann Runde 2 sein, Runde 3, Runde 4. Also Menschen müssen endlich lernen, dass sie uns Informationen geben. Wir können ja jetzt nicht irgendwen verballern und verackern und nicht mal alle Informationen haben. Und ob da jetzt eine Scheiß 01 steht da unten oder nicht, das ist mir jetzt egal, die Schöffen. Das sind Verfahrensfehler. Damit kann ich nichts anfangen. Schauen Sie mal bitte, ob nicht doch irgendwo im Video noch klar wird, dass es sich um Runde 1 handelt. Runde 1. Hab nichts gesagt. Ja. Kein Verfahrensfehler. Ich wollte mich nur kurz mal darüber aufregen. Entschuldigung. So, was hat denn das Gericht, jetzt angesehen? Gesagt davon. Was wollen wir da jetzt machen? Das ist mein Fehler. Genau. Auch hier 3 Tage Bann. Also Mindeststrafe natürlich minus 80 und minus 0,4 wäre hier das Allermindeste. Weil es sich um die Startphase handelt, also minus 80 Elo, minus 0,4 Safety Rating. Aber auch hier steht meines Erachtens nach ein 3-Tage-Bann im Raum. Ist das... Also das, pass auf, Herr Sablowski, ich teile mal ganz kurz meine gedanklichen Ergüsse, ja? Unbedingt gern. Es ist nur so, dass die letzten paar, Wochen nicht so schön waren beim Start. Mhm. So gar nicht. Also man könnte sagen, unterste Kanone. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich würde den Start richtig hart ahnden. Mhm. Also richtig hart. Mit voller Härte. Mhm. Damit Menschen endlich aufhören, so zu starten. Ihre volle Härte wäre demnach? 3 Tage Pause. Auf jeden Fall. Also das unterschreibe ich auch. Das unterschreibe ich auch. Ja. 3 Tage Deswegen Pause. Deswegen sage ich, die Mindeststrafe waren hier 80, minus 80, minus 4, aber eher 3 Tage Bann, ja. Problematisch ist es halt nur, dass diese Fälle viel zu häufig mittlerweile auftreten und das unterbunden werden muss und Leute sollen endlich wissen, dass das so nicht funktioniert. Genau, also da sehe ich, bin ich vollends auf Ihrer Meinung. Gerade auch mit den neuen Damen und Herren, die bei uns beim lustigen Kaffeepferdchen ausritten, jetzt mittlerweile teilnehmen aus aller Herren Länder. Ja. Da sollten wir wirklich hart reagieren, um hier zu zeigen, so nicht. So nicht. Und zwar gar nicht. Jetzt ist die Frage, haben wir noch einen pikanten Fall? Haben wir vielleicht noch einen pikanten zum Abschluss? Herr Sablowski. Also, haben Sie sich die Akte jetzt notiert? Ja, habe ich mir notiert. Gut, sonst macht er ja nur Weihnachtsferien. Das wäre ja auch doof. Habe ich mir notiert. 3 Tage zur 7.5. Ja. Danke, Herr Sablowski. Muss ich mal ganz kurz... Gerne. Ich möchte, Herr Sablowski, könnt ihr auch das Schöffengericht bitte nochmal klatschen? Herr Sablowski macht das wirklich super toll heute. Und das ist nicht ironisch gemeint, sondern das ist wirklich nett, dass er alles rausgearbeitet hat und das noch notiert und das dem König dann weiterreicht. Herr Sablowski, das machen Sie wirklich schön. Wirklich. Jetzt muss ich schon wieder weinen. Herr Sablowski, hören Sie bitte auf zu heulen. Also hören Sie auf, zu heulen. Okay. So, fahren Sie fort. Was haben wir denn? Wohin denn? In den Urlaub gerne. Nee, einen Fall machen wir noch, dann geht's in den Urlaub. Ja. Ah ja. Die 33? Ja. 77. Hatten wir den nicht schon? Nee. Nein. Ah ja. Okay, wir steigen rein. Gibt's einen Fall? Entschuldigung, wow. Herr Sablowski,
Haben Sie was dazu, haben Sie was dazu zu sagen? Zu weit. Gibt's, also, müssen wir was wissen? Hat irgendeiner gesoffen? Ach so, ja, Mensch. Na klar. Sind Sie eingeschlafen? Wollen Sie nicht mehr, Herr Sablowski, ist heute schon Feierabend? Ja, Sie haben also die Aussicht aus Urlaub und den Muffi in die Richtsaal hier verlassen zu dürfen. Ruhe jetzt, wir gucken, Ruhe. Ich muss mir das nicht anhören bei Ihnen, Herr Sablowski. Ich sag mal, auch hier ist wieder ein Kneipenabend aus dem Ruder gelaufen. Einer torkelt da etwas komisch über die Strecke. Man könnte im ersten Moment meinen, dass er ihn bewusst wegdrängeln möchte. Herr Sablowski, Sie hätten ja ruhig mal sagen können, dass hier noch Leute Beweise brauchen. Wir müssen noch mal kurz von vorne anfangen. Die Schöffen haben nichts gesehen. Ach so, okay. Mensch, entschuldigen Sie. Sehen Sie, so passiert Ihnen und mir auch mal ein Fehler. Mir passieren keine Fehler. Das war mit Absicht, also, um zu gucken, ob Sie aufpassen. Korrekt. Muss mich entschuldigen, dass mir dieser Testfehler nicht aufgefallen ist. Absolut. Euer Ehren. Mhm. Aber auch hier pikant. Man möchte im ersten Moment sagen, der Beschuldigte hat sich nicht unter Kontrolle, torkelt nach 7,5 Flaschen Whisky und Opas selbst hier brannten über die Strecke, aber ich sag mal so, verminderte Schuldfähigkeit. Eben dessen Opas selbst hier brannten. Schauen Sie sich das gerne mal an. Ja, also hier, der Betrunkene versucht wieder, den Weg nach Hause zu finden, dreht sich dreimal im Kreis, versucht noch, seine Frau anzurufen und ja, nichtsdestotrotz war es natürlich sehr gefährlich, euer Ehren. Also, das ist ja schon dreimal unsafe rejoin. Kumulieren wir das oder machen wir da einen Rabatt auf die Strafe? Aber ja. Naja, Herr Sablowski, also ich sag's Ihnen so, wie es ist. Also, das gehört nicht auf die Rennstrecke. Korrekt. Also gar nicht. Korrekt. Was haben Sie denn da angesehen gehabt? Ja, den Fall? Also was war ein Strafmaß? Ach so, angesehen. Also eben habe ich gerade Sie angesehen. Ach so, ein Strafmaß. Sie drücken sich aber manchmal auch verquer aus. Strafmaß haben wir hier angesehen. Schwierig. Im Grundsatz ist ja nichts passiert. Nee, ja? Doch, es ist was passiert. Der BMW bleibt ja weiterhin auf der Strecke. Nichtsdestotrotz sollten wir da überlegen, einzuschreiten. Wir waren uns auch bei den Ermittlungsbehörden unsicher, deswegen habe ich den Fall jetzt zum Schluss auch nochmal rausgesucht, wie wir da reagieren sollten. Wir sind der Meinung, dass es natürlich keine Absicht war. Man sieht aber Unfähigkeit, ohne das despektierlich zu meinen, euer Ehren, zu hoch genannt würden, Abgesandter von Justitia. Es ist schwierig. Entweder man geht jetzt wirklich, hat das Opfer einen Schaden davon getragen? Nein, hat es in dem Fall nicht, außer eine halbe Sekunde vielleicht verloren. Dann könnte man daraus ausgehen, no further action. Möchte man hier eine Erziehungsmaßnahme, beziehungsweise vielleicht nochmal etwas mit auf den Weg geben, dann könnte man mindestens eine Warning ausstellen oder man sagt, dieser 3-Tage-Bann, aber halt 3 Tage nur, damit du
lieber Herr, der betrunken da im Auto saß, lernst, wie man sein Auto führt. Euer Ehren, also das wäre das, was die Staatsanwaltschaft hier anbieten würde. Wissen Sie, Herr Sablowski, ich entwickle mich langsam zu einem sehr alten, senilen und renitenten Mann. Nee, zu einem sehr durchgreifenden Menschen. Korrekt, also deswegen sage ich ja, also dieses Strafen, also das ist wirklich, es geht, deswegen habe ich Ihnen die ganze Strafenpalette quasi eben dargelegt, in schön Pastellfarben. Es geht von, geht man vom Opfer aus, wurde es geschädigt? Nein, no further action. Geht man von der Gemeinheit aus, sollte man diesen Herrn Tatsache eine Denkpause geben, in dem Sinne, aber dann mit einem schönen Text von wegen 3 Tage jetzt, damit du lernst, wie man auf eine Strecke zurückkommt. Wie gesagt, da bin ich voll bei Ihnen und also angesichts der Tatsache, dass, wenn ich diese Robe nicht anhabe, ich selber sehr aktiv bin, sind sehr viele sehr harte Erziehungsmaßnahmen notwendig, damit Menschen endlich lernen. Ja, korrekt. Und ich bin auch hier und genau nur deswegen bin ich für 3 Tage. Und diese 3 Tage wird es in Zukunft öfter geben. Weil das ist wirklich, es ist nur nichts passiert, weil Position 1 clever war und gut reagiert hat. Ja. Ja, also ich nehme das mal auf, auch da können wir nochmal die Ermittlungsbehörden vielleicht nochmal ihr Votum abgeben lassen. Aber ich denke, es war auch nochmal jetzt gerade zum Abschluss ein sehr, sehr pikanter Fall. Ich verstehe Ihre Intention. Jemand aus dem Volke, ein Herr Motzki, wenn jetzt durchgegriffen wird, macht ja auch mal wieder einen Report. Da kann ich Ihnen nur sagen, die Ermittlungsbehörden freuen sich immer über ihre Reports. Also nicht nur, weil sie denken, jetzt wird hart härter durchgegriffen. Nein, auch das hält das Rennvolke sauber. Also da scheuen sie sich nicht, einen Report zu machen. Das wollte ich hier an der Stelle nochmal mitgeben. Ja, ich würde das jetzt notieren. Ihr Plädoyer, euer Ehren, Ihre Unbestechlichkeit. Es müsste was dazwischen geben, das wäre schön. Weil es ist Safety Raining, also gar nichts machen ist falsch. 3 Tage könnte zu viel sein. Irgendwas dazwischen wäre schön. Und das vielleicht ist absolut an gar keiner Stelle ist das ein Freispruch. Und auch nicht nur ein Du-Du-Du-Text. Das, meine Damen und Herren, scheißegal ob Anfänger oder nicht, wird so nicht geduldet, weil das ruiniert Rennen für andere Menschen. Lizenzentzug wäre. Das ist auch ein guter Vorschlag. Lizenzentzug wäre auch mal eine Maßnahme, dass Leute ihre Lizenzen neu machen müssen. Auch das wird ins neue Strafgesetzbuch mit aufgenommen. Sollten gewisse Damen und Herren zu häufig in einer bestimmten Zeit auffallen, wird denen Tatsache die Lizenz entzogen. Es wird eine Strafe, Gefängnisstrafe, 30 Tage. Ja. Aufgebrummt und mit Lizenzentzug noch zusätzlich bestraft. Ja, irgendwo was dazwischen. Wie gesagt, 3 Tage ist, glaube ich, ein bisschen too much. Ja. Aber er braucht auf jeden Fall etwas. Und nicht nur Safety Rating, sondern etwas, was ihm zum Nachdenken anregt. Weil Safety Rating und Elo ist nicht zum Nachdenken. Ja. Also ich nehme das mal mit. Wenn wir ihn sowieso sperren, dann müssen wir das sowieso Anfang der Season 5 machen. Ich nehme das mal mit, euer Herrn. Ja. Ja. Gut. Mann. Also was manche wirklich so, was da durch den Kopf geht, das ist echt fragwürdig. Ja. Das ist aber auch da, also auch da, euer Herrn, ich bin immer auf der Seite der Menschlichkeit, natürlich versucht sich ein jeder einmal und hat auch mal klein angefangen, aber man muss dann natürlich
Sie haben vollkommen recht. Um die Gemeinheit, um das gemeine Volk, um die ganze Gesellschaft dort zu schützen, muss man da halt auch rechtzeitig eingreifen können. Nichtsdestotrotz soll es ja auch nicht eine zu große Hemmschwelle sein bei diesem LFM, ja, das wir ja hier verhandeln, zu fahren. Wir möchten ja auch, dass es für jedermann ist. Also auch für Opa Werner, der sonst früher mit der Trommel um Weihnachtsbaum gerannt ist, das jetzt nicht mehr machen kann. Auch der soll mal gerne mitfahren. Aber natürlich ist es wichtig, ja, dass sich jeder an den Katalog hält, diesen Code of Conduct, sagt man jetzt en vogue, das so zu nennen. Also nochmal kurz für, weil es ja jetzt die ein oder andere Schreierei gibt da draußen. Also, Herr Buschmann, ich spreche mal direkt Sie an, ne? Herr Buschmann, keine Strafe zu verteilen, wäre völliger Quatsch. Weil dieses Verhalten, was dort ist, egal ob Profi oder Anfänger, sind Basics. So verhältst du dich nicht. An keiner Stelle, Herr Sablowski, an keiner Stelle, egal wie dein Wissensstand ist, machst du sowas. Machst du nicht. Läuft absolut gar nicht. Also wenn du nicht in der Lage bist zu rejoinen, solltest du LFM nicht fahren. Dann wirklich, dann solltest du es nicht fahren, dann solltest du noch ein bisschen Basics machen und das für dich lernen. Jetzt müsst ihr dir vorstellen, kommen hier bei LFM ungefähr 4000 Leute ständig und immer wieder dazu. Und zwar einfach so. Und massig. Und Safety Rating abziehen und Elo abziehen ist nicht sinnvoll, weil das Leuten eh scheißegal ist. Die meisten wissen nicht mal, dass sie was abgezogen kriegen haben, gehe ich mal davon aus, weil sie eh nur fahren. Und an der Stelle muss halt durchgegriffen werden und zwar sehr, sehr hart. Und 3 Pirouetten drehen und dann einfach wieder auf die Straße rauffahren, es tut mir wirklich leid, egal, also egal wie dein Safety Rating, deine Elo ist, dass wenn du anfängst, Rennen zu fahren, solltest du das nicht machen. Punkt. Das hat da nichts zu suchen. Und da gibt es auch keinen Freispruch. Weil das müssen Leute, das muss den Menschen abgewöhnt werden. Und zwar sehr, sehr schnell. Genauso wie der Staat, dass Leute da immer fahren wie die Wilden. Die Leute kriegen eine Nachricht, dass sie eine Strafe kriegen, yes, aber die meisten werden das wahrscheinlich eh nicht lesen, gehe ich von aus. Vermutlich. So. An der Stelle muss ich auch, Herr Sablowski. Herr Sablowski! Oh, Herr Sablowski ist der ist wohl eingeschlafen. Es war wohl zu langweilig. Herr Sablowski ist eingeschlafen, meine Damen und Herren. Der ist einfach abgezischt. Dann mache ich jetzt auch einen Schuh und verschwinde aus dem Saal. Einfach so.